Ja, der VfD, die Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer, möchte Ihnen einen kleinen Einblick in die Ausbildung der Kinder- und Jugendarbeit geben. VfD, Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer Deutschlands, ist hier vertreten als Landesverband Bayern. VfD ist offen für alle Pferderassen, Reitweisen und alle Ansprüche. Verschiedenste Formen des reinen Freizeitreitens bis hin zum ambitionierten Distanz- und Wanderreiter oder Experten der klassischen Reitweisen versammeln sich hier. Freizeitreiten ist an keine Reitweise gebunden. Gutes Reiten ist immer auch pferdeschonendes Reiten. Und im breiten Angebot der VfD findet für jeden Leistungsstand und Geschmack etwas dabei. So, als Lasst einmal reinkommen, unsere VfDler. Jetzt habe ich eine ganz blöde Frage. Ich habe eine kleine Enkelin, die ist jetzt so 6 oder 7 Jahre alt. Wo lernt ihr denn das Reiten beim VfD? Hebedrin. Also, wir haben Übungsleiter, die sind verteilt in ganz Deutschland. Gibt es da eine Liste? Da gibt es eine Liste, die können Sie im VfD-Stand Z31 im Feld abholen. Okay, dann kriege ich so eine Liste, weil ich möchte meine Kinder dort ausbilden lassen, wo es am lockersten ist, am ungefährlichsten und dabei noch ein bisschen Spaß dabei ist. Was haben wir denn hier für Truppen hier? Wir haben hier 2 Haflinger, sehe ich, dann aber Pippi Langstrumpf von Shetland Ponys. Was machen die jetzt? Die 2 Haflinger mit Theresa und Carina zeigen Ihnen die Arbeit in der Reitbahn, also das gymnastizierende Reiten, das auch in den Reitübungen beim VfD verlangt wird. Und die Gruppe vom Reithof Aschbach zeigt uns dann einen Wanderritt, also die Ausbildung im Gelände. Gut, dann fangt mal an mit eurer Dressurprüfung. Ich bin mal neugierig, wie das funktioniert. Ist das... Na, Dressurprüfung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Es ist... Was ist das? Das ist eigentlich... Also Sie sollen zeigen, dass die Pferde sehr gut geritten sind und auch kleine Wendungen reiten können. Die brauchen natürlich auch gemacht werden. Und den Pferdeleuten muss man nicht erzählen, dass gymnastizierte Pferde gesunde Pferde sind. So ist es. Was mich jetzt hier, was mir sehr gut gefällt, dass die Kinder, obwohl sie wahrscheinlich noch gar nicht so lange reiten, sehr schön ihr Gewicht verteilen, sehr schön im Rhythmus der Pferde mitgeben. Wie lange braucht man denn, bis man so reiten kann mit den beiden? Also die beiden sind bei mir im Unterricht, seit sie 8 Jahre alt sind, jetzt sind sie 13. Also es dauert immer ein bisschen, bis man das kann. Was mir gefällt bei den beiden, die reiten mit ganz feinen Hilfen und wirklich ganz, ganz mittelfern. Ja, das Rückwärtsrichten einer der schwierigsten Lektionen überhaupt gelingt hier mühelos. Wie hält man denn so Kinder am Pferd? Das ist doch furchtbar anstrengend. Man ist doch gewohnt, dass man heute zum Reiten geht, in großer Schale mit dem modernsten Helm, braune Krokusstiefel hat und so. Wie ist das bei euch? Also bei uns ist es so, dass die Kinder nicht nur auf das gesattelte Pferd sitzen, sondern sie müssen ihr Pferd herrichten, sie lernen den Umgang, alles was drumherum gehört und mit dazu gehört. Ja, also das, was man in England als Horsemanship bezeichnen würde, das wird hier beim VfD mit in die Wiege gelegt von Anfang an des Reitens. Und wenn wir die beiden sehen, dann glaube ich, kann man die ohne weiteres schon in die sportliche Schiene hineinbringen, in den Wettbewerbsbereich und vielleicht sogar in den Turniersport. Und dann hat man genau das erreicht, was man an Eltern will. Die Kinder weg von der Straße, im Gedächtnis trainieren, Verantwortung zu übernehmen. Die beiden haben das in super Klasse gemacht. Dankeschön, Mädels. Es ist auch so, dass der VfD auch für die Kinder einen Wettbewerb anbietet. Das nennt sich die Bundesjugendspiele. Das ist sowas wie eine Schule, wo jeder Reithof quasi teilnehmen kann und seine Reitkinder mit in den Wettbewerb schicken kann. Super. So, in der Zwischenzeit sind die Wanderreiter hier von München über Passau nach unten geritten. Sie sind schon ganz müde. Ich weiß gar nicht, ja, die können schon gar nicht mehr. Ja, und nun sind sie über die Donau gekommen, am Fuße des Bayerwaldes, und den Bayerwald sehen wir hinten rauschen. Das ist der Bayerische Wald, die Bäume biegen sich im Wind und unsere Wanderreiter, die kommen von weit her. Wie sind sie denn ausgerüstet? Also sie sind vollständig
voll bepackt. Schlafsack ist dabei, ein Kuscheltier, das natürlich ganz wichtig ist. Karte, Kompass, Karte. Wozu brauchen die Schlafsack und Kuscheltier? Weil ein Wanderritt nicht nur von Aktua Port bis Aktua Arzt geht, sondern sehr wohl übernachtet wird in fremden Unterkünften. Und da müssen sich die Kinder ohne Mama selber waschen, die Pferde versorgen, sich selber zudecken, um Gottes Willen, die armen Kinder. Ja, auch mit sich selber waschen sei dahingestellt, zumindest selber zudecken können. Aha. Und ich sehe, dass die Kinder das mit großem Vergnügen machen. Die Pferde sind das auch gewohnt, sogar die Steckenpferde sind es gewohnt, da zu gehen. Und jetzt überqueren wir mal einen Bachlauf. Das ist ja eines der schwierigsten Hindernisse überhaupt. Schauen Sie mal, wie unsere Pony, wie unsere Kinder das machen. Kinder, ihr seid ja fantastisch. Ja, Stefanie Ebert und Susanne Fuß, beide VfB-Kursleiter und Reitpädagogen, bilden die Kinder auch im Gelände aus. Der Reiter von Aschbach ist bei Feldkirchen in Westerhamen. Wir haben vorher von der Sicherheit gesprochen. Da kommt jetzt so eine Zicke daher mit dem rosaroten Regenschirm und will die Pferde erschrecken und die Pferde reagieren überhaupt nicht. Wie macht man das? Das ist zum Beispiel auch was, was die Kinder lernen, dass sie die Pferde ausbilden müssen vom Boden aus auch. Also dass der Regenschirm quasi zur täglichen Arbeit der VfB dazu. Ja, und noch schlimmer sind ja für Pferde diese Fleckenkühe, Schwarzbunte, die sich da mit riesen Euter bewegen. Das ist ja ein Schrecken für die Pferde, wenn man an Rindern vorbeireitet. Und die macht das ebenfalls mühelos. Und sehe ich, wir haben da alle möglichen Dinge. Neben den Kuscheltieren hängt da noch die Karte. Hier geht's nach München. Da geht's zum Reiterhof Aschbach. So, Karte lesen und Kompass bedienen oder verwenden gehört genauso zum Lernen dazu, wie die Verkehrsregeln auf der Straße. Das ist ja richtiges Pfadfindertum, was die machen. Und die Karte lesen im Zeitalter von Google, ist das natürlich schon ein Kunststück, wenn man das noch kann. Und ein Stück Kultur. Ja, unsere Wanderreiter vom VfD. Super habt ihr das gemacht, Kinder. So, wir haben zum Beispiel zwischen Main und Donau über 130 ausgebaute Wanderreitwegenetze und Wanderreitstationen. Wie zum Beispiel in dem Weißwürmchen oder dem Wurmbachritt oder dem deutsch-italienischen Freundschaftsritt. Das sind alles Ritte, die vom VfD organisiert werden. Ganz toll. Und bei dem, in dem Zusammenhang darf ich vielleicht den einen oder anderen noch sagen, dass wir in Bayern, heute erst den Applaus für unsere Kinder. Vielen Dank, Reinhard Aschbach. Ja, das wollte ich sagen, dass wir in Bayern, wir da drüben auf den billigen Plätzen sind. Hallo. Danke für den Applaus. Ja, in Bayern haben wir ein Naturschutzgesetz und in diesem Naturschutzgesetz ist es so, dass das Reiten, dem Fußgehen und dem Radfahren gleichgestellt ist. Und das haben wir dem VfD zu verdanken. Und jetzt, meine Damen und Herren, der Übergang vom lockeren Wanderreiten über den Sport. Und dass die natürlich nicht gewöhnlichen Reitsport betreiben, die VfDler, das ist ganz klar, die machen ganz andere Dinge, nämlich Zugpferde mit dem Bogen. Und wie das ausschaut, das wollen wir Ihnen mal zeigen. Bogenschützen auf dem galoppierenden Pferd. Wir möchten euch jetzt einen kleinen Einblick in eine weitere Sparte der VfD geben. Rainer und Beate Wimhardler zeigen Ihnen mit ihren Pferden Tino und Chitana, dass man auch die Art des Sportes bei der VfB finden kann. So. Angefangen wird im Schritt, die Damen und Herren schießen sich einen Schritt. Die Dame und der Herr, wir können ja mal schauen, wer hier auf dem Rücken des Pferdes das bessere Zielwasser hat. Interessant ist ja, dass man gerade, wenn man als Bogenschütze vom Pferd aus galoppiert, das ist ja auch eine Sportart, dass nur der Moment der freien Schwebe, also wenn das Pferd in der Luft ist, den Schuss abfeuern kann und ins Ziel bringt. Gut, zudem, es ist gar nicht so einfach, den Pfeil zu nehmen, den Bogen zu spannen, zu zielen und abzuschießen.
Da muss man also schon ganz, ganz, ganz geschickt sein. So, sie haben sich eingeschossen, die Pfeile fliegen, die ersten Pfeile stecken. Sieger ist immer der, der in der schnellsten Zeit die meisten Pfeile in den Ring bringt. Und jetzt sind wir gespannt, wie das praktisch funktioniert. Aufgepasst. Die Schüsse werden von der Seite mit vorn zur Seite und als sogenannter Partnerschuss nach hinten abgegeben. Während des Schusses muss sich der Reiter auf sein Pferd verlassen können. Also der erste Schuss ist schon gesetzt in der Scheibe. Jetzt unsere Lady. Spannen, zielen, schießen. Auch hier getroffen. Super. Das Ganze wird natürlich gesteigert, wenn es darum geht, dass man zwei Pfeile abschießt. Und da sind wir gespannt, ob auf diese kurze Distanz so etwas überhaupt möglich ist. Ist es möglich? Ja oder nein? Und wir ziehen jetzt einen Schuss zur Seite und einen nach hinten. Knapp daneben ist auch vorbei. Die Mannsbrüder haben Nerven, gell? Und der nach hinten hat gut geklappt. Und jetzt schauen wir mal, ob die Dame gewinnt. Super, der erste gesessen und... Ah, unentschieden. Lassen wir noch einen Durchgang laufen. Also, einer geht noch. Habt ihr noch Pfeile? Habt ihr noch Pfeile? Dann brauchen wir noch einen. Es wird nachgeladen. So, jetzt geht's um die Entscheidung. Das ist wie beim FC Bayern München. Drauf kommt jetzt, ist bloß drauf verhaftet. Super! Jetzt das erste Mal ein Mannsbild. Erste getroffen und... Getroffen! Also, ich glaube, Sie sind einfach knapp, meine Damen und Herren. Wir haben heute zwei Sieger. Dankeschön. So, jetzt sehen Sie auch, wie man Bogen schießen kann, wenn man nicht reitet. Ah, wir haben noch einen Sprung und während des Sprungs ein Schuss. Oho. Also, jetzt sind wir wieder mitten bei Karl May. Winnetou lässt grüßen. Der Sprung über die Schlucht und den Pfeil abschießen und ich bin gespannt, ob sowas funktionieren kann. Entschuldigung. Ach, bin ich aufgeregt. Ja! Wunderbar! Super gemacht! Eine weitere Sparte der VfD ist das Kutschenfahren. Und wie man Bogenschießen und Kutschenfahren kombinieren kann, werden wir Ihnen gleich zeigen. Unser Pony Express kommt. Das ist etwas für die Einsteiger, nicht nur für die Jugend. Wenn man also im reiferen Alter mal den Bogen wieder spannen will, dann besorgt man sich eine Kutsche, einen Bogen, einen Pfeil und ab geht's. Also ganz gefahrlos. Fahren gehört ja auch mit ins Programm zum VfD. Kutschenfahren, Wanderfahren, was macht ihr noch alle? Wir haben auch zum Beispiel Reiten mit Damensattel noch als weitere Sparte. Das Distanzreiten zum Beispiel gehört auch zum VfD. Also wir sind sehr vielseitig vertreten. Also ein unheimlich buntes Programm. Ein Dankeschön an den VfD und Jutta Hahn. Ganz herzlichen Dank dir persönlich. Fünf Pfund bringen wir. Und den Vertreter des Fahrsports beim VfD. Das machen wir jetzt mit dem größten Pferd der Welt. Mit der größten Pferderasse der Welt. Das ist dies, das berühmte Shirehorse. Dieses herrliche Pferd hat ein Stockmaß, das wird am Widerriss gemessen, von 2 Metern, manchmal sogar von 2,10 Meter und hat ein Gewicht
von fast 1000 Kilogramm, also einer Tonne schwer. Und der Mann, der diese Kutsche fährt, im Gegensatz zu seinen Welschponys, übrigens eine Kutsche, die man Pferd nennt, ein Götterwagen, da kommt so ein herrliches Pferd, besonders gut zur Geltung. Der Mann, der das fährt, das ist der Robert Mittelmeier. Mittelmeier weiß kein Mensch, wer das ist, wenn man sagt, ich war beim Scheiermeier, dann weiß man in ganz Europa, in der Schweiz, in Österreich, in Holland oben, wer der Scheiermeier ist. Das ist der Robert Mittelmeier. So, in der kleinen Kutsche mit den kleinen Pferden sind Sie Sabrina Hecke mit Ihrem Polizanten Karo. Ja, und mit diesem Bild darf ich mich nochmal bei Jutta Hahn ganz herzlich bedanken. Nicht vergessen, ich brauche unbedingt so eine Liste, damit ich die Kinder in diesen schönen Sport einführen kann. Meine Damen und Herren, gleich geht's weiter. Wir bauen jetzt einen Parcours auf und kommen dann zum Fahrsport total. Vielen Dank den Teilnehmern des VfB. Ja, Dankeschön und Mahlzeit. Vielen Dank, Reise und Fahrsport. Vielen Dank für die Wunschung. Und vielen Dank, Theresa und Carina. You are flying too high, oh my, the moon skies are my moon alone. That big loud is the last blue. I will say hello to the sound plan, the comedy you will be alone. Oh, hear my song. Ja, wer hat sich der VfB hier verabschiedet, meine Damen und Herren? Der Verein, der Freizeiteinsatz, die Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland. Darf ich Sie schon jetzt darauf aufmerksam machen, Jimmy, herzlichen Dank, dass wir um 12 Uhr mit einer Gebrauch